Jo Leute, ich grüße euch mitten in der Nacht, kann man sagen. Ich bin hier noch dabei, die Road to Glory fertig zu spielen und bin kurz davor, den guten Ultimate Warrior zu knacken. Ich war heute so lange nicht daheim. Aber es ist ja auch so, dass morgen, also am Montag, vielleicht sehen das auch manche Leute erst am Montagmorgen, ich meine bei meinen Uploadzeiten, aber am Montag um 21 Uhr genau startet die Team Road to Glory und ich gebe euch jetzt ein paar Tipps zu diesem Event, was heute Abend bzw. morgen Abend startet. Von daher würde ich sagen, starten wir gleich rein und ich erzähle euch ein paar Infos. Ich habe jetzt ein +2er-Match gemacht, ich hoffe, das funktioniert hier. Und ich teile euch jetzt mal die Infos mit. Und zwar die Team Road to Glory. Morgen ab 21 Uhr geht diese los und ab der morgigen Team Road to Glory wird es nämlich so sein, dass sich jede Woche jetzt Team PCC und Team RTG oder RTG eben abwechseln und da eben jede Woche von Montag 21 Uhr bis Mittwoch um 3 Uhr ein Team-Event läuft. Das heißt, wir haben einmal an den Wochenenden natürlich die heftigsten normalen Events für Einzelspieler und dann nochmal die Teams. Also Supercard nimmt eigentlich jedem Spieler so ziemlich das Leben, kann man so festhalten. Ich bin in der Klausurenzeit, das heißt, ich werde wieder gerade auch bei dieser Team Road to Glory nicht so viel spielen können, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Und das wird dann eben ein wöchentlicher Wechsel sein zwischen Road to Glory und People's Champion Challenge. Und genau so sieht es aus. Es ist insgesamt eigentlich, kann man sagen, wie die normale Road to Glory aufgebaut. Bloß die Punkte, die man erzielt, gehen halt nicht an einen selbst, sondern ans Team. Die Verteilung der Punkte kann ich euch auch mal mitteilen. Und zwar die gewöhnliche Karte gibt es ab 150 Punkten. Die ungewöhnliche Karte gibt es ab 240 Punkten. Die seltene ab 315 Punkte, die besonders seltene 390, US 465, die epische ab 525, die legendäre ab 585 und die Survivor-Karte ab 635 Punkten. Das ist jetzt nicht unbedingt so krass viel mehr als bei der normalen Road to Glory, wenn man im Hinterkopf hat, dass man ja ein Team hat und 10 Spieler da eigentlich rein theoretisch mitspielen können. Allerdings muss man hier auch noch was berücksichtigen, die Zeitspanne, in der Team Road to Glory läuft, ist nicht zu vergleichen mit der normalen Road to Glory. Es ist weniger Zeit, weil es nur von Montagabend bis Mittwochnacht geht. Also es sind nur 3 Tage, bei der normalen Road to Glory sind es ja Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und da eigentlich ein großer Zeitraum. Also da kann man viel mehr spielen, von daher sollte man das auf jeden Fall beachten. Es müssen mindestens 8 Spieler in eurem Team sein, falls ihr das Ganze zocken wollt. Das heißt, ihr braucht mindestens 8 Spieler. Unter 8 Spielern könnt ihr zur Team Road to Glory nicht zugelassen werden. Wenn ein Teammitglied die Punkte erspielt, die man für eine jeweilige Karte braucht, werden automatisch die Karten, die erspielt werden, dem Deck von jedem Teammitglied zugerechnet. Das heißt, ihr könnt einfach mal über Nacht durch euer Team quasi auf einmal eine neue epische Karte am Start haben. Passiert. Kann man sich ab und zu auch gerne mal gönnen, ne? Und von daher, ich finde, das ist eine super Idee. Ich habe auch lange Team Road to Glories vermisst, einfach weil Road to Glory ist mein Lieblingsmodus. Road to Glory ist noch der einzige Modus, den ich wirklich spiele. Und das seht ihr ja auch hier. Ich habe jetzt Ultimate Warrior am Start und zwar... Komm schon, schneller. Versau jetzt nicht meinen Moment, komm. Da ist er, ja Mann, boom, Ultimate Warrior, da ist er, ich grüße dich, herzlich willkommen in meinem Deck. Was ich aber noch loswerden wollte, ihr könnt einfach über Nacht eine epische Karte bekommen oder eine legendäre oder eine Survivor-Karte. Road to Glory ist auf jeden Fall der einzige Modus, den ich cool finde, so noch von Supercard und deswegen finde ich super, dass wir die Team Road to Glory hier am Start haben. Schreibt mir mal rein, wie weit ihr bei der normalen Road to Glory gekommen seid, ob ihr die Team Road to Glory spielen werdet und was ihr von dem wöchentlichen Wechsel haltet, den es ja jetzt gibt, jede Woche, abwechselnd People's Champion Challenge und Road to Glory. Ich bedanke mich, dass ihr hier bis zum Ende dran geblieben seid bei diesem Video und ich würde sagen, schreibt eure Comments, eure Meinungen und so weiter in die Kommentare, bis wann seid ihr hier gekommen? Habt ihr euch die Survivor-Karte hier gegönnt? Wenn ja, dann würde ich sagen, ihr seid ziemlich krank drauf. Ciao!